Mir bleibt da gerade ein bisschen die Spucke weg. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bin gerade etwas erschlagen. Ich traue mich gar nicht weiterzuspielen. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Pokémon X mit Balui. Nein, das andere. Pokémon Y mit Balui. Warum habe ich jetzt Pokémon X gesagt? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Es gibt nämlich, habe ich gehört, Leute, die versuchen immer, meine Anmoderation mitzusprechen. Und ich wollte sie einfach mal ein bisschen verwirren. Hatte ich mir so heute überlegt, den Tag über. Gut, so, wir sind hier gerade fleißig unterwegs und hatten ja gestern den Kampf Balui gegen Puzzle und heute gehen wir einfach mal straight weiter in der Story, in das Forschungslabor, in die nächste Etage. Ach nein! Ach nö! Wo war denn jetzt dieses Kaffee Frottele schon wieder? Ach, ich kotze doch schon wieder. Herbstallee? Frühlingsallee. Oh, die ist bestimmt auf der ganz anderen Stadthälfte. Ich hasse diese Stadt einfach. Ich will nicht mehr. Müsst ihr eigentlich auf dieser Halbkugel sein, richtig? Nordring, ja. So, jetzt müsste da theoretisch, wenn das eine die Frühlingsgasse war, dann kommt hier bestimmt gleich die Sommerallee und danach die Herbstallee, richtig? Wartet, lesen. Nein, ich hab's nicht gelesen. Winterallee. Och nö, gehe ich auch noch falsch rum. Aber ist egal. Ist ja Jacke wie Hose. Ich habe was Wichtiges vergessen. Meinen Timer zu stellen. Und ich habe noch was Wichtiges vergessen. Mein Handy irgendwo in Reichweite zu legen. Dann nicht. Dann spielen wir heute mal nach Gefühl. Das kriegen wir schon hin. So, das hier müsste doch jetzt die Herbstallee sein. Endlich. Alter, ich hatte mein Handy. Ich bin doch doof, ey. Na gut, dann eben nicht. Who cares? Wir gehen hier rein, hier rein, hier rein. Schöne Musik. Und jetzt gehen wir einfach in den Top-Secret-Gang, wo ich das Regal ganz alleine weggeschoben habe, weil ich so stark bin. Und können direkt den Liftschlüssel benutzen. In welches... Oh nein, es gibt doch noch mehrere Stockwerke. Ach nee, gibt's nicht. Nur Untergeschoss 2. Wo der böse Flordilis auf mich wartet. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Hallo, Admin? Treppen. Oh. Da! Herausforderer von Flordilis, hör mir zu! Wer ist das? Wer ist das? Hä? Was ist jetzt los? Diese Geschichte hat sich vor langer, langer, ja sehr langer Zeit zugetragen. Sie handelt von einem Pokémon und einem Mann, die eine tiefe Freundschaft verband. Die Zeit, in der die beiden lebten, wurde von einem Krieg erschüttert. Auch das Pokémon, das der Mann so liebte, wurde schließlich in die Schlacht geschickt. Einige Jahre vergingen, ohne jede Kunde von dem Verbleib. Schließlich erhielt der Mann eine kleine Kiste mit den Überresten seines Pokémon. In seinem Herz erbrannte der Wunsch, seinem geliebten Pokémon das Leben zurückzugeben. Also entwickelte der Mann eine Maschine, die Tote zum Leben erwecken konnte. Endlich war er wieder mit seinem geliebten Pokémon vereint. Doch der Schmerz saß tief in seinem Herzen und in seiner Brust tobte noch immer der Zorn. Er war voller Hass auf die Welt, die ihm sein geliebtes Pokémon genommen hatte.
Und so baute er seine Maschine schließlich zur ultimativen Waffe um. Der Mann erhob sich selbst zum Boten der Zerstörung und setzte dem Krieg ein Ende. Doch das Pokémon, dem er das ewige Leben geschenkt hatte, wusste von seinen Taten. Es wusste, dass es sein Leben einzig dem Opfer unzähliger anderer Pokémon verdankte. Das wieder auferstandene Pokémon beendete die Freundschaft mit ihm und verschwand. Du musst den Schlüssel zurückerlangen. Die ultimative Waffe darf nicht zum Einsatz kommen. Es wird nur alles wieder vergehen. Oder willst du denselben nicht enden wollenden Schmerz verspüren, der mich schon so lange plagt? Ist das nicht der Typ? Das ist AZ. Er hat denselben Namen wie ein König, der vor 3000 Jahren regierte. Er hat den Schlüssel zur ultimativen Waffe um seinen Hals hängen. Warum auch immer. Endlich ist es soweit. Folge mir. Was? Bist du behindert? Oh Leute, ich würde ja jetzt voll gerne Kommentare vorlesen, aber das geht gerade nicht. Hallo? Du musst den Schlüssel zurückerwandern. Aha. Der sieht echt so aus wie der Typ aus dem Video. Jetzt muss ich alles wieder zu... UG3. Kann ja nur UG3 sein. Sorry, ist gerade sehr spannend. Ich lese gleich weiter. Kommentare. Okay, hier geht's. Hä? Was ist das? Was ist da denn kaputt? Die Pokébälle, die wir ergattert haben und die Pokémon, die wir gefangen haben, sind bereit. Summa summarum heißt das. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir unseren Plan also nur noch in die Tat umsetzen. Ich verlass mich auf dich. Hm? Warum? Dass sie mich überhaupt alle hier dabei lassen. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich die ultimative Waffe in Betrieb nehmen. Ich bin der Überzeugung, dass Auserwählte das Potenzial haben, die Zukunft zu verändern. Also will ich das Schicksal in deine Hände legen. Bist du behindert? Ich will aber nicht. Wirst du die ultimative Waffe in Betrieb nehmen oder für immer wegsperren? Es liegt an dir. Nutze dein Potenzial. Hm? Aha! Ich habe schon viel von dir gehört. Ich habe dich bereits erwartet. Ich muss nur noch ein paar Nachforschungen über dich anstellen. Beginnen wir sogleich. Was soll das? Das macht alles überhaupt gar keinen logischen Sinn. Xeros. Bisschen bescheuert das Ganze? Egal, ich habe jetzt die Chance, endlich eure Pokémon, eure Kommentare vorzulesen. Ihr habt ja wieder fleißig geschrieben in der vorletzten, ja? In der letzten gab es ja meistens nicht so viel Sinnvolles. Fangen wir an. Balui als Tipp. Kauf dir doch genug Tränkebeleber und vor allen Dingen Statusheiler. So 5 Stück. Da musst du nicht immer so oft ins Pokémon-Center rennen. Du bist an 2 Pokémon-Centern vorbeigelaufen. Ja, habe ich nicht gesehen in der Stadt. Die voll unübersichtlich. Und ich habe diese Tränke dabei, aber... Ich setze doch nicht meine teuer erkauften Tränke, wenn ich das Ganze auch umsonst haben kann. Warum sollte ich das machen? Mich doof? Nö. Also, bisschen, aber nein. Wenn Pokémon Center in der Nähe ist, werde ich bestimmt nicht meine teuren Tränke benutzen. Das ist mir das nicht wert. Der hat mal ganz andere Pokémon als sonst, oder? Aber ist auch Wasser-Pokémon, müsste anfällig für Elektro sein. So, Fettoff-LP schreibt, Balui, es ist mir schon lange aufgefallen, aber es heißt... paralysiert. Ich weiß, du sagst das immer anders, aber so langsam bezweifle ich, dass du das extra machst. Doch, ich mache das extra. Ich sage immer paralysiert, weil ich das lustig finde.
Polarisiert, 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 polarisiert. Kann ich so oft sagen, wie ich will. Ich liebe dieses Wort einfach. Und paralysiert ist ja langweilig, das sagt ja jeder. Alter, nicht besiegen, nicht... Wow, so knapp, so close. Okay, komm, Donnerzahn, du machst das, du machst das, du machst das. Du darfst anfangen, jawohl. Guck mal, der Beatropper schreibt auch, du bist an zwei... Nein, jetzt ist besiegt. Du bist an zwei Pokémon-Center vorbeigelaufen. Ja, ich hab mich halt verguckt, Entschuldigung. So, was haben wir noch? Was hat denn die Miri hat was geschrieben? Welch ein Wunder. Miri schreibt, vielleicht solltest du dir die Karte von Illumina City und die Typentabelle an die Wand hängen oder so. Dann geht dir auch nichts mehr verloren. Das mache ich vielleicht. Ich werde mir vielleicht einfach... Wir haben bei uns in der Firma so einen DIN A0-Plotter. Dann werde ich mir einfach die ganz groß ausdrucken und dann an meine Wand hängen. So, und dann die Chance in Illumina City ein Pokémon-Center zu finden ist eigentlich recht hoch. Ich meine, es gibt ja drei von denen. Ja, ne, ja, eigentlich recht hoch, ne. Okay, jetzt glaube ich, würde ich sagen, was schreibt sie noch geschrieben? Schnell von Miri das durchlesen. Für alle, die es interessiert, wie ich immer so früh die Videos sehe, mein Geheimnis ist Magie. Ah, schön, Miri, schön. Es ist sicher in Pokémon einprogrammiert, dass die Gegner dich immer vergiften oder polarisieren wollen und du keinen von ihnen. Ja, ich glaube auch. Was schreibt sie noch? Ich fände es auch cool, das ganze Team zu zeichnen. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht erst gemacht. Stimmt, du hast es mal gemacht. Aber ich glaube, das aktuelle Team... Auch? Ich weiß gar nicht. Na, okay. Was steht da noch? Und dass ich AP und AV und so nutzen soll. Und zwar produktiv, also effektiv. Da müsst ihr mir mal schreiben, wem ich diese Sachen geben soll. Wenn, dann mache ich das auch. So, gucken wir jetzt erstmal, was der Typ weiter sagt. Menschenkinder, du bist eine Wucht. Ja, der gibt mir aber ganz schön wenig Geld. So, und jetzt? Was kommt jetzt? Unglaublich, einfach nur unglaublich. Du hast dir meine Anerkennung verdient. Summa summarum heißt das, dass ich dir jetzt etwas Spannendes verrate. Vor 3000 Jahren hat die ultimative Waffe einen furchtbaren Krieg beendet. Wenn wir jetzt die schreckliche Kraft einsetzen, können wir Kados vom Abfall, nämlich den törichten Menschen, befreien. Hinter mir befindet sich ein blauer und ein roter Knopf. Einer davon schaltet die ultimative Waffe ein. Drücke jetzt einen der beiden Knöpfe. Los, tu es! Nein. Nein, will ich nicht. Was passiert, wenn ich den falschen Knopf drücke? Vor allen Dingen einer von beiden schaltet nur ein. Ich habe eine 50-50 Chance. Okay, das speichere ich jetzt. Nicht, dass irgendwie ich noch den falschen... Aber man drückt immer erst den roten Knopf. Möchtest du den roten Knopf drücken? Ja, möchte ich. Badu hat den roten Knopf gedrückt. Und? Du hast es getan. Du hast es wirklich getan. Du hast den roten Knopf gedrückt. Pech für dich und alle anderen. Dank dir können wir jetzt nämlich die ultimative Waffe einsetzen. Aber gräme dich nicht. Selbst wenn du richtig geraten hättest, hätte ich sie aktiviert. Sieh nur auf den Monitor. Nö. Oh oh. Mir bleibt da gerade ein bisschen die Spucke weg. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bin gerade etwas erschlagen. Ich traue mich gar nicht weiter zu spielen. Ja, ich sammle mich mal gerade. Okay.
Hast du das gesehen? Die ultimative Waffe wurde wiedergeboren. Die giftige Blume steht jetzt in voller Blüte und wird alle, außer Team Flair, ins Verderben stürzen. Die giftige Blume ist in Chromlexia erblüht. Der Traum unseres Bosses, eine Welt der Schönheit zu erschaffen, wird wahr. Summa summarum heißt das, ein Sieg für die Wissenschaft. Ups. Ups. Nein, mach sie wieder aus. Okay, was wäre passiert, wenn ich den Knopf gedrückt hätte? Nichts? Ich traue mich gar nicht, irgendwelche Kommentare von euch weiter vorzulesen, weil ich gerade so geschockt bin. Sollen wir nochmal runterfahren zu dem... Kommen wir gar nicht, oder? Doch, ich will mal gucken, ob der jetzt irgendwas anderes zu sagen hat. Ich bin mal gespannt, ob er mir jetzt hilft oder so. Schauen wir mal. Schauen wir mal bei dem Mann vorbei. Hey, du. Okay, nee, das ist ja jetzt okay. Nichts Neues. Okay, gucken wir mal. Der Kreider hat geschrieben, Balui, soll man jetzt warten, bis du endlich das Postfach gemacht hast? Oder wie soll ich dir das Bild zukommen lassen? Das Bild für Lux... Mist. Lulurexo. Nein, wie heißt es nochmal? Ich weiß natürlich, wie es heißt. Es heißt Luxtra. Das Bild für Luxtra, das sollte ich mir bitte per Facebook schon mal zukommen lassen. Einfach als abfotografiertes Bild oder so, wie ihr das mögt. Was nachher passiert, ist dann, also wenn es Postfach ist, ob ihr mir das dann auch zuschickt oder so, das ist dann eure Sache. So, ja, hier ist Friede, Freude, Eierkuchen in Illumina City. Ja, die freuen sich alle, dass hier alles so schön ist. Ne, schöne Musik und die freuen sich alle anscheinend, dass die Welt untergeht. Who cares? Ah, gucken wir weiter. Was hat die Mandy denn geschrieben? Mandy Gold schreibt, Team Flair hält sich aber nicht an die Regeln. Man darf Balui nicht vergiften, paralysieren, einschläfern oder verwirren. Ja, da hast du recht. Team Flair ist auch die Bösen. Ne, da geht's wieder in die andere Richtung. Ich will jetzt, ach ne, wir können ja direkt eigentlich Fliegen einsetzen. Ne? Wir müssen eh nach Chromlexia. Komme, was wolle. Und dann können wir auch direkt die Fliegen nutzen und da rüberfliegen. Wo ist die denn gewesen? Hier, ne? Nein, falsch. Hier? Nein. Hier? Hier? Och, Mann, wo ist denn hier ein Petrophia? Nein. Da ist Chromlexia. Da. Am Ende der Heide. Guck mal weiter. Was schreibt sie noch? Mandy schreibt, ich mal für dich dein Team. Ja, cool. Und Mandy schreibt noch, sie hat jetzt 4 blaue Flecke, weil sie die ganze Zeit don't drop that. Don't drop that. Ach, scheiße. Warum kann ich das eigentlich nicht sein lassen? Ihr seid schuld, alle Mann. So, gucken wir weiter. Silva schreibt, wenn du das Sonderwurmung eines deiner Pokémon gibst, kriegt es automatisch ein Level up. Und wäre cool, wenn du mal in einer Folge einen Wundertausch machen könntest. Ja, ich mache mal irgendwann einen Wundertausch, wenn ich auch ein tolles Pokémon irgendwo gefangen habe, was sich zum Wundertausch lohnt. So, Team ist heile. Mit denen habe ich schon alle geredet. Ja, ja, das hier hat sich irgendwie nichts Neues ergeben. Wahrscheinlich, ja, wenn ich da jetzt weitergehe. Ich trau mich gar nicht, ey. Wenn jetzt hier das 5-Stunden Storyline kommt, dann überziehen wir doch. Wow, krasse Kiste. Die ganzen schönen Häuser. Ey, das ist Team Flair. Hey, du. Mein neues Leben hat mich knappe 5 Millionen Pokédollar gekostet. 5 Millionen? Bist du behindert? Die hättest du mal lieber mir gegeben. Ich hätte ja auch ein Eis dafür gekauft. Okay, ja, ich glaube, da ging es damals weiter. Oh ja, der will kämpfen. Respekt, du hast es bis hierher geschafft. Das zeigt zumindest schon mal, dass du es ernst meinst. Ja, wieder deren Kampfpose. Richtig episch. Rüpel, Team Flair, Rüpel hat ein Vultenso. Den komischen Hund. Silva, ich weiß, dass ein Sonderbonbon mein Pokémon-Level abgibt, aber früher war es eigentlich sehr negativ, ein Sonderbonbon zu geben. Bonbon, ein Sonderbonbon. Weil die Pokémon dadurch irgendwie nicht ihre Stats mitbekommen haben oder so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es einfach nicht. Es kann ja sein, dass das mittlerweile gut ist, ein Sonderbonbon zu nehmen. Kein Plan. So, der Puzzle schreit. Angesichts des Anfangs der Folge, schlussreiche hier in Lunumina City ist Baluis Lieblingsstadt. Ja, absolut. My favorite town. Gibt keine schönere Stadt als Lunumina City. Dann, Balui liebt im Illumina-Hashtag. Sind wir wieder lustig, Puzzle. Was schreibt noch? Puzzle schreibt, Miri ist in Wahrheit eine Hexe, deshalb schreibt sie immer zuerst die Comments. Ja, das hat sie ja schon selber zugegeben. Nee. Ich bin dafür, dass Balui während seinem Konzert, wo wir hin dürfen, einen komplett roten Anzug haben sollte. Nein.
Und ich werde auch nicht so eine blöde Geste machen wie Team Flair. Nein. Nein, nein, nein. So. Das hat er. Ich habe nicht aufgepasst, was er in den Kampf schickt. Egal, mit dem Luxtra. So, der Jonas-Starter schreibt, lohnt es sich noch einen Nintendo mit Pokémon zu kaufen, um mit dir zu spielen? Also, erstmal, einen Nintendo 3DS zu kaufen, lohnt sich immer. Ob ihn zu kaufen, um mit mir zu kämpfen, würde ich eher sagen, eher nicht so. Es gibt zwar viele Leute, die noch mit mir kämpfen wollen, aber die Liste ist schon lang. Die ist ziemlich lang. Und wenn du es nicht durch Zufall dann halt irgendwann mal in einem Livestream mit mir machen möchtest oder so, wird es ganz schön schwierig, da einfach in einer Folge mit mir aufzunehmen. Deswegen, wenn du nur den Grund suchst, mit mir aufzunehmen für Pokémon, dann würde ich sagen, nein. Wenn du aber selber 3DS magst und auch Nintendo-Spiele magst und 3DS-Spiele spielen willst, wir können ja immer mal Mario Kart oder sowas oder einen Livestream gegeneinander kämpfen, dann kaufe ich es dir. Aber ich kann keinem versprechen, weil er sich ein 3DS kauft, dass er dann mit mir spielen darf. Das geht leider nicht. So, weiter. Feuermaus, nämlich schreibt jetzt, versucht ihr auch mal die Begrüßung mitzusprechen? Deswegen, genau aus dem Grund, wechsle ich meine Begrüßung jetzt immer etwas ab. Mal gucken, wie ich euch schön trollen kann. Sagst du eigentlich absichtlich die zu Cleopada, Pada, Cleopatra? Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, mache ich so aus dem Effekt heraus, ne? Was schreibt sie noch? Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Als Superheldin ist der erste Name, der mir immer einfällt, wenn ich an einen Namen erraten will, Baloui. Klar, Superheld Baloui, hallo? Was denn sonst? Weh, du blinzelst jetzt. Wenn du mich schon besiegst, dann sieh mir wenigstens ins Gesicht. Ha, du hast ja keine Chance. Und noch die Standard. Don't drop that dandan. Oh Mann, warum schreibt ihr das denn immer? Und Hashtag Baloui nennen. Meister Flordelis versucht stets, seine Vision in die Tat umzusetzen. Findest du nicht auch, dass es äußerst bewundernswert ist? Nein, verzieh dich einfach. Ja, ihr Lieben, soweit ich weiß, sind 20 Minuten jetzt um, also ungefähr. Baloui, komm auch mit! Oh nein, da ist sie wieder. Als ich im Labor war, haben mich die maskierten Helden darüber unterrichtet, was hier gerade vor sich geht. Und vor allem, was Team Flair mit der ultimativen Waffe vorhat. Los, lass uns Team Flair, lass uns Flordelis selbst das Handwerk legen. Denn trotz all ihrer Fehler und Unzulänglichkeiten hat diese Welt es verdient, weiter zu existieren. Ja, hey, kannst du mein Team heilen, so wie du es immer machst? Hallo? Oh nein, tut sie nicht. Alter, immer heilt sie es, nur jetzt hat sie keinen Bock darauf. Immer das Gleiche. So, gucken wir mal. Ach ja, und Holy Leaf, Hafenmund hat noch geschrieben, ja, Katzen versus Hunde, das bezieht sich jetzt auf das Fight-Video vom letzten Tag. Ich liebe Katzen, sieht so aus, als mag Baloui auch gerne Katzen. Miau, Hashtag episch. Ja, da hast du vollkommen recht, ich liebe Katzen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt eigentlich dermaßen aufgeregt, dass ich da unbedingt weitermachen will. Und jetzt muss ich bis morgen Abend warten. Ihr könnt gar nicht erahnen, was das für eine Qual ist. Könnt ihr heulen. Ich hoffe aber auf jeden Fall, euch hat diese Folge heute gefallen. Sie war sehr spannend, sehr viel Story. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir erfahren, was hinter dieser geheimnisvollen Tür steckt. Ich meine, die meisten von euch wissen es, aber einige Zuschauer werden es nicht wissen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und lasst mal eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann morgen. Haut rein, ciao!